Es ist Juli 2023, noch gar nicht so lange her. Die Sonden Voyager 1 und Voyager 2 der NASA bewegen sich durch den interstellaren Raum, weiter entfernt von der Erde als jedes andere menschengemachte Objekt. Beide sind seit über 45 Jahren unterwegs und haben seitdem jeweils mehr als 20 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Von unterwegs senden sie uns einzigartige Daten über unser Universum. Daten von unschätzbarem Wert für die Wissenschaft. Und das soll auch noch einige Zeit so weitergehen. Doch dann verkackt jemand bei der NASA. Aber so richtig. Irgendjemand im Flugkontrollteam schickt den falschen Befehl zur Voyager 2-Sonde. Die Sonde folgt brav der Anweisung und dreht ihre Antenne ein kleines bisschen zur Seite. Nur 2 Grad weg von der eigentlichen Richtung. Aber das reicht aus, um das Signal zu verlieren. Voyager 2 schickt keine Signale mehr zur Erde. Und wie auf der Erde können keine Signale mehr zu Voyager 2 schicken. Sorry. Ja. Und jetzt? Sind die Jahrzehnte der Arbeit, die im Voyager-Projekt stecken, für die Katz? Warum wurden die Voyager-Sonden eigentlich überhaupt damals losgeschickt? Was für Messungen funken sie zurück zur Erde? Wo sind sie gerade unterwegs? Und was ist ihr Ziel? Und überhaupt, wie kann eine Sonde über so krasse Distanz mit der Erde kommunizieren? Und war da nicht auch was mit einer goldenen Schallplatte mit Nachrichten von uns für Aliens? Wenn du herausfinden willst, was hinter einem der wohl berühmtesten Weltraumprojekte aller Zeiten steckt und wie man versucht hat, den Kontakt zur Sonde wiederherzustellen, solltest du dir dieses Video unbedingt reinziehen und am besten noch meinen Kanal abonnieren. Mein Name ist Niklas und du schaust die Mindblown University. Mitte der 60er Jahre erkannte man bei der NASA, dass es mit einem besonderen Flugmanöver möglich wäre, nacheinander die Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun zu erreichen. Swing-by-Manöver nannte man das. Mit dieser Technik können Raumsonden ihre Flugbahn im Sonnensystem ohne eigenen Energieaufwand verändern, also abbiegen und schneller werden. Das Ganze funktioniert ein bisschen so wie Weltraumbillard und wird dementsprechend auch manchmal so genannt. Die Raumsonde nähert sich einem Himmelskörper, beispielsweise einem Planeten, in einem bestimmten Winkel und mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Sobald die Sonde in die Umlaufbahn des Planeten gelangt, wird sie von seiner Gravitationskraft angezogen. Diese Anziehungskraft lenkt die Sonde ein bisschen um und beschleunigt sie, also vereinfacht ausgedrückt. Durch den Schwung, den die Sonde durch das Swing-by-Manöver bekommt, ist es möglich, die weiten Entfernungen zwischen den Planeten relativ schnell zurückzulegen. Die Reise von der Erde zum Neptun konnte so von 30 auf 12 Jahre verkürzt werden. Natürlich muss das Ganze sehr genau berechnet werden und sowas ist nicht immer möglich. Die Startgegebenheiten für die Voyager-Mission waren fast einzigartig, da sich alle Planeten hierfür in einer perfekten Konstellation zueinander befinden müssen. Deswegen wählte man als Startzeitpunkt das Jahr 1977. Hätte man diesen Startzeitpunkt verpasst, dann hätte es rund 175 Jahre später erst wieder eine Chance gegeben, diese optimale Planetenkonstellation zu benutzen. Und so war Anfang der 70er Jahre die Voyager-Mission geboren. Der Bau begann Mitte 1975 und nur 2 Jahre später ging die Reise schon los. Aber was genau versprach man sich denn jetzt von der Mission? Das Ziel der Voyager-Mission war tatsächlich sehr allgemein gehalten. Da man noch kaum Erkenntnisse über die äußeren Planeten des Sonnensystems hatte, war ihr Ziel zunächst die Erkundung und Untersuchung von Jupiter und Saturn. Und im Fall von Voyager 2 auch gleich noch Neptun und Uranus. Und warum auch nicht, wenn man schon mal in der Nähe ist, einfach mal drauf losforschen. Nachdem sie dort eine ganze Reihe Erkenntnisse gesammelt hatten, wurden die Missionen erweitert. Die Voyager-Sonden sollten weiterreisen, und zwar bis in den interstellaren Raum. Das heißt, raus aus dem Einflussgebiet unserer Sonne, bis hinter Pluto und nochmal ein ganzes Stück weiter. Die beiden Sonden wurden zeitlich versetzt losgeschickt, sind aber ansonsten identisch. Voyager 2 wurde am 20. August 1977 losgeschickt und Voyager 1 nur wenige Tage später, am 5. September. Ja, Voyager 2 wurde vor Voyager 1 losgeschickt, weil beide sehr genaue Timings treffen mussten, um ihre Flugrouten optimal zu erwischen. Denn beide haben jeweils unterschiedliche Flugbahnen. Voyager 1 wurde auf eine Flugbahn geschickt, die nur an Jupiter und Saturn vorbeiführen würde, dafür aber früher das Sonnensystem verlässt. Und Voyager 2 wurde auf eine Route geschickt, die sie auch an Uranus und Neptun vorbeiführen sollte. Auch heute sind sie noch auf unterschiedlichen Bahnen unterwegs. Aber was genau hatten die beiden Sonden eigentlich alles so an Bord?
Das vielleicht ungewöhnlichste Gepäck an Bord der Sonden waren die sogenannten Golden Records mit dem Titel Sounds of Earth. Es sind quasi kosmische Zeitkapseln, deren Inhalt einen Eindruck von der Erde vermitteln sollen. Die Schallplatten sind dabei, falls die Sonden auf ihrer langen Reise jemals auf Aliens treffen sollten und diese Aliens einen Plattenspieler an Bord haben. Man weiß ja nie. Die beiden Schallplatten beinhalten 116 analog gespeicherte Bilder, einen Soundtrack mit 26 Musikstücken aus der ganzen Welt, eine Grußbotschaft in 55 Sprachen und verschiedene Geräusche von der Erde. Beispielsweise Meeresrauschen, Walgesang und auch das Schreien eines Babys. Nur das Beste der Erde quasi. By the way, die Leute von Planet Wild aus Berlin setzten sich auch für das Best of Planet Erde ein, indem sie sich für den Erhalt unserer Ökosysteme stark machen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, da gibt's ein frühes Weihnachtsgeschenk von mir und Inspiration für ein tolles Video, was ihr gleich im Anschluss gucken könnt. Auf der Außenhülle wird der Weg zur Erde mit einer Pulsarkarte beschrieben. Pulsare sind rotierende Neutronensterne, die nach einer Supernova zurückbleiben, quasi sowas wie Leuchttürme, die dabei helfen, die Erde als Herkunftsort der Sonden zu bestimmen. Und natürlich ist auch eine Art Bedienungsanleitung dabei. Die enthält Hinweise darüber, mit welcher Geschwindigkeit die Schallplatten abgespielt werden müssen und wie die Nadel richtig anzusetzen ist. Sind wir ganz ehrlich, Spotify-Link wäre wesentlich einfacher gewesen. Die beiden Platten sind nicht aus purem Gold, sondern nur aus vergoldetem Kupfer, aber sie haben eine geschätzte Lebensdauer von knackigen 500 Millionen Jahren, wobei einige Experten sogar vermuten, dass die Platten zumindest teilweise sogar mehrere Milliarden Jahre überleben könnten. Aber sie sind natürlich nicht die einzigen Objekte an Bord der Voyager-Sonden. Sie haben eine ganze Menge Messgeräte mit dabei. Insgesamt findet man 11 wissenschaftliche Instrumente an Bord der Voyager-Sonden. Die kann man in zwei Kategorien unterteilen. Instrumente zur Direktmessung, wie zum Beispiel Teilchendetektoren, und Instrumente zur Fernerkundung, also verschiedenste Kameras. Mithilfe der Instrumente sammeln die Sonden Unmengen von Daten, beispielsweise über Temperatur und Atmosphärenstruktur von Planeten und Monden. Sie untersuchen das Verhalten des Sonnenwindes und der Strahlungsgürtel, messen Magnetfelder und nehmen Radiowellen auf. Die Voyager-Sonden werden mit 3 Radionuklidbatterien betrieben. Die benötigte elektrische Energie entsteht hierbei durch spontane Kernzerfälle. Die Batterien enthielten beim Start jeweils 4,5 Kilogramm Plutonium. Das hat aber aufgrund des Zerfalls nur eine Halbwertszeit von knapp weniger als 90 Jahren. Das heißt, nach 90 Jahren sind noch 50% der Originalmenge Plutonium vorhanden. Nach weiteren 90 Jahren, also nach 180 Jahren insgesamt, nur noch 25% der Originalmenge und so weiter und so fort. Dementsprechend reduziert sich ihre Leistung kontinuierlich und daher müssen auch immer mehr wissenschaftliche Geräte und Funktionen abgeschaltet werden, um noch genug Energie für die Steuer- und Kommunikationssysteme übrig zu lassen. Jetzt könnte man sagen, gut, warum haben die Voyager-Sonden nicht einfach große Solarzellen mit dabei? Und das Ganze ist ziemlich easy, sie sind so weit draußen, dass die Energie der Sonne nicht mehr reichen würde, um die Sonden zu betreiben. Die einzige Verbindung, die die beiden Voyager-Sonden zur Erde haben, ist das Deep Space Network der NASA. Das wurde speziell für die Kommunikation mit Raumsonden errichtet und besteht aus 3 Antennenkomplexen, die rund um den Globus verteilt sind und dadurch eine ständige Kommunikation ermöglichen. Die Voyager-Sonden kommunizieren dabei über Radiowellen. Alle von den Instrumenten gesammelten Daten werden auf Magnetbändern gespeichert und dann mit einem 23-Watt-Sender zu uns geschickt. Zum Vergleich, das ist ungefähr so viel Bums, wie ein Netzteil für ein Handy-Ladekabel hat. Dieses kleine Ding hier powert einfach die Kommunikation mit einer Sonde, die mehrere Milliarden Kilometer von uns entfernt ist. Was geht ab? Diese Radiowellen, die die Sonden aussenden, reisen mit Lichtgeschwindigkeit. Die beiden Sonden sind mittlerweile allerdings so weit entfernt, dass es im Fall der Voyager 2 rund 19 Stunden dauert, bis ihr Signal bei uns ankommt, bei der Voyager 1 sogar über 22 Stunden. Da stellt sich natürlich die Frage, was für Daten haben die Sonden bisher zu uns gesendet und was haben sie schon alles herausgefunden? Die Voyager-Mission gilt als eine der erfolgreichsten Weltraummissionen überhaupt. Nie ist ein menschengemachtes Objekt weitergereist und bis heute sind sie die beiden einzigen Sonden, die jemals Uranus und Neptun besucht haben. Alle Erkenntnisse der beiden Sonden würden hierbei total den Rahmen sprengen. Schauen wir uns also die wichtigsten an. Sie lieferten die ersten Nahaufnahmen der Monde von Jupiter und Saturn. Man hatte zu dem Zeitpunkt nicht erwartet, dass die Monde irgendwie spektakulärer wären als unser eigener, und dann wurden wir eines Besseren belehrt. Auf dem Jupitermond
Io hat Voyager den intensivsten Vulkanismus des Sonnensystems entdeckt. Und auf Europa eine dicke Eiskruste. Bei den äußeren Planeten fand man gleich 23 komplett neue Monde, von denen man vorher schlichtweg gar nicht wusste. Und insgesamt machten die Voyager-Sonden mehr als 33.000 Fotos vom Jupiter. Die Sonden sammelten außerdem die ersten detaillierten Erkenntnisse über die Atmosphäre von Saturn, Uranus und Neptun. Wenn ihr übrigens mehr über die Planeten unseres Sonnensystems wissen wollt und was wir alles so über sie gelernt haben, dann schaut doch mal in meine Playlist. Da habe ich mir alle Planeten und sogar die Zwergplaneten mal genauer angeschaut. Die Sonden haben beide wichtigen Daten zur kosmischen Strahlung und den Magnetfeldern im äußeren Sonnensystem geliefert. Außerdem haben sie beide unschätzbare Erkenntnisse über die Heliopause liefern können. Das ist die Grenze des Sonnensystems. Bis hierhin reicht der Einfluss der Sonne durch ihr Magnetfeld und den Sonnenwind. Vor der Ankunft der Voyager-Sonden wussten wir zum Beispiel nicht mal genau, wie weit entfernt eigentlich diese Grenze liegt. Und übrigens, die beiden Sonden haben zehntausende Fotos von den äußeren Planeten zurückgeschickt. Aber das wohl bekannteste Bild entstand im Jahr 1990. Pale Blue Dot. Das heißt das Foto, welches die Voyager 1 gemacht hat. Darauf ist die Erde aus einer Entfernung von etwa 6 Milliarden Kilometern nur noch als winzig kleiner blauer Punkt zu sehen. Es ist bis heute das aus dem größten Abstand geschossene Foto der Erde. Nach Fertigstellung der Aufnahmen wurden die Kameras von Voyager dauerhaft deaktiviert. Man hatte die äußeren Planeten schließlich passiert und die Priorität wurde darauf gelegt, genug Energie für die Instrumente für die Erforschung des interstellaren Raums zu sparen. Und würde man die Kamera heute anschalten, würde man so gut wie nichts mehr von unserem Sonnensystem sehen können. Die Sonne wäre ein kleines Licht, die Planeten fast unsichtbare dunkle Pixel. Die beiden Sonden sind mittlerweile im interstellaren Raum angekommen. Voyager 1 war die erste der beiden und durchquerte die Heliosphäre im Jahr 2012. Voyager 2 war dann 2018 soweit. Aber was wurde denn jetzt aus der Voyager 2, nachdem das Signal verloren gegangen ist? Haben wir noch Kontakt zur Sonde? Keine Sorge, es gibt tatsächlich ein Happy End zur Story. Eine Raumkommunikationsstation in Australien konnte der Sonde ein Signal schicken. Mit diesem Signal konnte die Sonde sich wieder Richtung Erde ausrichten. Nach knapp 2 Wochen hatte man also endlich wieder eine stehende Kommunikation mit der Voyager 2. Puh! Zumindest vorerst. Die Batterien der beiden Voyager-Sonden haben noch genug Saft, die Messinstrumente bis 2025 mit Strom zu versorgen. Und dann werden sie abgeschaltet. Das Forschungsteam hat sich dafür entschieden, als letztes die Teilchendetektoren auszuschalten, die Daten zur Heliosphäre und dem interstellaren Raum sammeln. Bis 2025 wird die Voyager 1 ca. 22 Milliarden Kilometer und die Voyager 2 ca. 18 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt sein. Die NASA vermutet, dass sie noch bis 2036 den Kontakt zu den Voyager-Sonden aufrechterhalten kann und dann ist endgültig Schicht im Schacht. Die Reise der beiden Sonden endet dann aber noch nicht. Irgendwann werden sie auch wieder an anderen Sternen und anderen Planeten vorbeiziehen. In etwa 40.000 Jahren wird die Voyager 1 in die Nähe eines anderen Sterns kommen. Also immer noch 1,6 Lichtjahre entfernt, aber immerhin. Der interstellare Raum ist einfach riesig und selbst bei einer Geschwindigkeit von über 60.000 km/h bewegen sich die Sonden einfach noch im absoluten Schneckentempo vorwärts. Aber selbst wenn der Kontakt verloren ist, die Schallplatten an Bord werden noch lange intakt bleiben und wer weiß, ob sie nicht irgendwann mal gefunden werden. Und dann erfahren hoffentlich auch die Aliens, die sie mal finden werden, wie toll unser Planet eigentlich ist. Was mich zu Planet Wild bringt, denn die arbeiten für uns alle daran, dass unser Planet auch in naher Zukunft weiter so toll bleibt, wie er ist. Wir alle wissen, extrem viele Ökosysteme und Tierarten stehen gerade kurz vor dem Aussterben. Planet Wild aus Berlin ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, diese Arten und ihre Umwelt zu schützen und zu erhalten. Das machen sie, indem sie Umwelt- und TierschützerInnen bei ihrer Arbeit unter die Arme greifen. Wahnsinnig wichtig. Und das Coole ist, Planet Wild zeigt ihren Fortschritt und ihre Arbeit auf ihrem YouTube-Kanal. Einmal im Monat laden sie dort tolle, inspirierende Videos hoch. Egal, ob sie Delfine vor Lärmverschmutzung beschützen, die Oder nach der krassen Vergiftung wiederbeleben oder den Steinkauz vom Aussterben retten, auf dem YouTube-Kanal von Planet Wild findet ihr richtig gut produzierte Kurzdokus über ihre Projekte. Diese Naturschutzprojekte werden durch eine Community finanziert, die einen monatlichen Beitrag gibt. Jeder kann selbst bestimmen, wie viel sie oder er geben möchte und kann. Und sobald ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr in der Planet Wild App direkt nachverfolgen,
was ihr mit eurem Beitrag bewirkt habt. Dabei gehen 91% der Beiträge direkt an die Projekte, 9% gehen an Planet Wild. Wenn ihr euch von der Arbeit von Planet Wild selbst überzeugen wollt, dann checkt doch gerne mal dieses Video ab, das gibt euch einen tollen Überblick. Und wenn ihr euch für eine Mitgliedschaft interessieren solltet, dann habe ich jetzt noch ein Geschenk für euch. Mit dem Code NIKLASKOLORZ erhalten die ersten 200 von euch den ersten Monat kostenlos. Der geht sozusagen auf mich. Klickt einfach auf den Link unten in der Beschreibung und wie gesagt, falls ihr die Arbeit direkt sehen wollt, checkt doch einfach mal dieses Video ab. Bis zum nächsten Video. Ciao.